Naja, und dann bin ich da durchgelaufen, relativ gut in der Schule, bin aber ja durch meine Eltern auch natürlich, ich hatte auch keine Ambition, Pionier zu werden oder was, bin dann in die Mangel genommen worden, musste dann allerdings, die haben entdeckt, dass der sehr gut malen kann, musste Wandbilder malen, ne, für die Klasse und habe dann dieses eine brennende Bild gemalt, also mit viel Qualm und Feuer, mit Panzern, aber die hatten alle weiße Sterne. Ich glaube, das war der Koreakrieg, wo ich dann auch belobigt wurde für das Krieg. Die brannten natürlich, die Panzer mit den weißen Sternen. Also ich habe dann oft später darüber nachgedacht, wenn wir da geblieben wären. Wir sind ja 51 dann da rausgezogen. Ich bin dann direkt in die Gymnasium Ulrich von Hutten Schule in Lichtenhagen gegangen, wo auch dann später ja unser Bürgermeister der eine da war. Wenn wir da geblieben wären, wäre ich bestimmt auch in so eine Förderung gekommen. Das ist ja im Sozialismus üblich, ne? Dass man guckt, der kann Mathe gut, der kann gut turnen, der kann das, was ich übrigens nicht schlecht finde, so eine gewisse Förderung auch nach Begabung. Ne? Aber wir haben ja das nur begrenzt. Naja, und so war das dann. Also der Abschluss mit einer gewissen Wehmut. Ich muss sagen, diese Zeit dort war sehr viel Natur. Das ist da sehr stark auch mit Sumpf durchsetzt, die Zonen damals jedenfalls. Dann gab es diese ganzen Rückstände vom Krieg. Wir haben ja permanent Waffen gefunden und Zeug. Das war die Autobahn, der Südring. Die hatten wir auch alle. Als kleine Arschgeigen hatten wir diese ganzen Patronen und haben das Zeug daraus geholt, Briefkästen in die Luft gejagt. Und es war ziemlich eigentlich radikal, würde man sagen. Ne? Karbid, was man in die Flaschen so rein, Korken rauf und dann explodieren die. Damit haben wir gehandhabt. Ausgebrannte, wie heißen die? Feuer, also diese Panzerfäuste und so Zeug. Und das war mein Spielzeug, ne? Höhlen gebaut. Und natürlich sehr interessante Erlebnisse auch mit den Russen gehabt, ne? Also die ich auch mag als Menschen, wie die so drauf sind. Also so unmittelbar wohnte auch ein Oberleutnant bei uns da oben einquartiert, der dann mal sein Zimmer abgeschlossen hat. Meine Oma hatte Nachschüsse, die hat für uns dann da Zucker und Butter immer rausgeholt. Es gab ja nichts. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Dieser Gürtel um Berlin, der war besonders beschissen dran, weil die Westberliner hatten ja dann schon Kaffee, Schokolade, all diese Luxusgüter, die es da bei uns nicht gab. Und wir kamen ja dann auch irgendwann, konnten wir ja noch ein, und das konnte sich ja keiner leisten. Und wir sind ja, mussten hamstern gehen. Ich bin auch auf die Felder mitgegangen, stoppeln, da Kartoffeln rausholen. Und also das war schon irgendwie so ein ganzer Betrieb, irgendwie, um zu überleben. Ne? Und ich mache dann mal meine Witze, dann auch später, wir haben ökologisch einwandfrei gelebt. Ne? Also ich bilde mir auch ein, wir haben dadurch, dass das alles ungespritzte Scheiße war und das, was es gab, eben dann zur Jahreszeit, war das nicht ganz ungesund, wie wir aufgewachsen sind. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich meine, ich habe dann auch Freunde gehabt und so dort. Und es war eigentlich eine sehr intensive Auseinandersetzung auch mit Natur. Und da bin ich auch heilfroh, dass jetzt, die ist nun zufällig da passiert, dass ich dann nicht in Berlin war. Also ehrlich gesagt, die Tage des Kampfes da um Berlin waren ja wohl nun auch nicht so abendfüllend.